Servus, ich habe heute meine Box aufgefüllt und ich wollte euch das einmal zeigen, was ich so alles in meiner Box habe. Und ja, ich fange da einmal damit an. Das sind eben die Produkte, die was ich dieses Monat fest benutzen will und einmal testen will. Und ich fange einmal mit den Produkten an, die was neu sind einfach. Das ist eigentlich schon neu, ich habe es jetzt dann sehr, sehr wenig benutzt und ich will das jetzt einmal hardcore testen und einmal schauen, wie ich damit jetzt wirklich zurechtkomme, weil ich würde gerne wissen, wie das halt wirklich ist. Ich habe es heute auch aufgetragen, ich habe mich heute auch ganz mit der Box geschminkt und will auf jeden Fall weiterhin austesten. Jetzt haben wir es ja, für was man das benutzt und wann man es benutzt. Liege da um. Geht mal gleich weiter, noch etwas, was ich glaube nur ein bis zweimal bis jetzt benutzt habe, und zwar ist das der Highlighter von Lavera. Und riecht sehr, sehr gut und riecht sehr, sehr gut, würde ich sagen. Und ist Shimmer Pearls 02. Werde jetzt in nächster Zeit fest ausprobieren. Dann, das habe ich wieder reingetan, ist nichts Besonderes. Das habe ich nie wirklich benutzt, das war einmal in irgendeiner Box drinnen, und zwar Nude by Natural, und zwar ist das 95 Champagne. Werde jetzt einmal ausprobieren. Dann habe ich jetzt einmal ganz neu eben diesen Alverde damals gekauft. Und ich habe euch das eh in irgendeinem Video gezeigt, dass ich mir den gekauft habe. Oder habe ich das euch überhaupt gezeigt? Ich glaube gar nicht. Nein, ich glaube, den habe ich noch nie gezeigt. Auf jeden Fall, den habe ich mir gekauft. Da hinten ist eine Flüssigkeit drinnen. Auch mit so einem Röllchen, das was ich ja wirklich gern habe. Und da hinten ist eine, nicht hautfarbene, sondern pinkfarbene Flüssigkeit, also hellzartrosa Concealer, dass das eben besser ausschaut, dass es eben die Augen öffnet. Genau. Das werde ich dieses Monat ausprobieren. Dann werde ich jetzt ein ganz festes Palette ausprobieren. Ich habe die wirklich sehr gerne jetzt dann benutzt, nur so richtig akut, noch nicht akut, ja, sind halt die Wörter. Ich habe jetzt dann mehr diese mittleren Töne benutzt, die will ich jetzt dann aber alle einmal ausprobieren. Gestern habe ich mich damit geschminkt und ich werde mal schauen, wenn es schon online ist, werde ich das Video unten verlinken, sonst wird es sicher noch online kommen. Ich habe damit auch einmal am Make-up eben geschminkt, dann get ready with me. Dann gehen wir weiter, was ja auch sehr neu ist, was ich auch in einem Tauschpaket drinnen gehabt habe, so wie das habe ich auch in einem Tauschpaket drinnen gehabt. Die Sephora Hipster, diese Palette, ist ja aus dem Sortiment bei euch in Deutschland gegangen. Wir haben sie in Österreich nie gehabt. Ist eine wunderschöne Palette. Ich muss einmal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Ich habe mir das erste Mal schminken sehr, sehr schwer getan, weil der sich ganz schwer verblenden lässt. Und mal schauen, ob ich jetzt besser zurechtkomme. Probieren muss man halt manchmal auch. Gut, dann, das habe ich in meiner letzten oder vorletzten Glossybox drinnen gehabt. Das ist von Milano, und zwar ist das ein Primer, Face Primer. Werde jetzt öfters mal ausprobieren. Habe ich heute auch drunter, also eigentlich nur das drauf. Ihr vergesst dann Make-up dann drauf zu setzen, weil ich einfach keine Zeit gehabt habe, Make-up drauf zu setzen. Passiert halt manchmal. Gut, das waren dann, glaube ich, die ganzen neuen Produkte. Oder? Ach da, der ist auch noch neu. Den habe ich auch noch nie wirklich richtig benutzt. Ganz ein roter Ton, ist aber wunderschön. Den will ich jetzt auch in nächster Zeit benutzen. Der war auch einmal, glaube ich, in der Glossybox drinnen. Und die restlichen Produkte sind eigentlich keine besonderen Produkte. Ich werde euch einmal so einen Überblick zeigen, welche Lippenstifte ich so dieses Monat noch aufbrauchen, also benutzen will. Eben den, was ich letztes Mal schon benutzt habe, von Catrice Meet Cherry. Und dann so einen eher durchsichtigen. Hier werde ich das einmal swatchen. Ja, den sieht man nicht. Ah, doch, den sieht man doch ziemlich gut. Okay, das ist aber doch so etwas durchsichtiger, wenn man ihn leichter auftragt. Jetzt habe ich zu fest drauf gedrückt. Das ist Watermelon 616 von NYX. Und ich finde das Backcatching. Ach, den Schriftzug finde ich sehr schön. Heute habe ich es aber. Mir macht das ein bisschen Angst. Das zieht gerade alles zusammen und ich denke, es wird gleich so zum Donnern anfangen. Und ja, deswegen beeile ich mich gerade. Dann meine Mascaras, die was ich dieses Monat brauchen will. Eine wäre schön, eine, dass er wegkommt, und die zwei eben für bunt. Dann werde ich den dort ausprobieren. Der ist ja auch eigentlich neu.
Maybelline, der war in meinen Katastrophen-Unboxing-Video sozusagen. Also das war ja damals schrecklich, wie mir die Zauberpalette auseinandergeflogen ist. Boah, das hat mich geärgert. Der weiße und der dunkle Ton. Und diese Leute haben sich von der Zauberpalette auch noch gar nicht gemeldet, so richtig. Und wahrscheinlich werde ich 2 € zurückkriegen. So haben sie mir jetzt geschrieben, aber ja, ärgerlich. Kann man nichts machen. Das habe ich von Douglas Deutschland bestellt und werde wahrscheinlich nie wieder machen, dass sie wirklich das aus dort bestellen, nur weil es da nicht gibt. Aber egal. Es gibt schon Douglas bei uns auch, aber die Produkte gibt es halt alle. Okay. Art Deco. Ist schon gut benutzt. Man sieht, normalerweise ist da ein Muster, in der Mitte ist kein Muster. Es ist ein sehr angenehmes Puder. Sieht man das jetzt an? Nope. Ja, ein bisschen sieht man es. Das wäre jetzt zum Konturieren nicht benutzen. Entschuldigung, nicht zum Konturieren. Zum etwas Farbe ins Gesicht geben. Ich habe es Art Deco sehr, sehr gern. Nur die Verpackung von Art Deco ist immer extrem billig und deswegen habe ich ja nicht mehr die Art Deco-Sachen. Gut, was habe ich da noch drin? Dann gehen wir mal weiter zu den Slick-Paletten. Ich will dieses hier, der Bad Girl. Palette. Bad Girl, ja. Brauche ich euch nicht hinzeigen. Sage ich einfach so. Dann die Primer-Palette. Die brauche ich euch gar nicht mehr zeigen. Die zeige ich euch immer in die Kamera. Dann von Kiko 02. Das war Sweet Glam. Das war, glaube ich, einmal eine LE drinnen. Und ich muss euch einmal zeigen, wie schön die pigmentiert sind. Ich werde einmal in alle reingehen. Und jetzt muss ich noch den hellsten Ton. Okay, den Violettton sieht man jetzt gar nicht. Ihr habt euch das richtig toll geswatcht. Seht ihr das? Die sind also richtig, richtig geil pigmentiert und ich finde sie auch wunderschön und auf die freue ich mich jetzt dann auch schon wirklich. Oh, herrlich. Und dann habe ich mir noch, was ist das für eine Palette, von NYX wieder die bunte reingetan. Ja, diese Palette habe ich ja wirklich abgöttisch gerne jetzt gehabt in letzter Zeit. Also Anfang Frühling habe ich die wirklich gern benutzt. Dann ist sie ein bisschen zur Seite gekommen, weil die Slick-Paletten daherkommen ist, die, wo ich ja in meinem Favoritenvideo auf jeden Fall gezeigt habe. So, habe ich hier gestern abgedreht. Gut, gehen wir weiter. Slick. Wieder einmal die Fair-Palette. Nicht mehr interessant. Dann, das ist vielleicht ein bisschen interessant, da ihr diese BB-Cream da von China bestellt und ja, man sieht, sie ist eigentlich schon recht gut benutzt worden, aber ich werde jetzt einmal zeigen, was das Problem ist. Die ist weiß. Also, mir kann keiner mehr sagen, dass das Hautfarbe ist, die ist weiß. Ich tue es jetzt dann da runter reinsetzen in dieses Dreieck unter dem Auge. Dafür kann man sie benutzen, aber auch nur dann, wenn man ein dunkleres Make-up drüber setzt, weil sonst ist sie einfach viel zu hell. Schau aus wie so ein Clown, der was dort zwei weiße Ecken hat. Gut, dann habe ich jetzt dann gedacht, den Lipgloss will ich wieder mal benutzen. Der ist jetzt dann wieder in Vergessenheit geraten. Aber der ist eigentlich recht gut. Und irgendwie tue ich ihn aber jedes Mal wieder wegräumen. Ich weiß nicht wieso. So, wenn ich jetzt gleich zum Weinen anfange, es wird gerade richtig, richtig dolle brennen. Ich habe mir heute versucht zu schneuzen. Er wollte mich schneuzen und meine Tochter hat ins Birtel Metall, also ein Metallrestel vom Pudding reingewurstelt und ich wollte mir reinschneiden und ich habe nicht gesehen. Also es war einfach ein Taschentuch, was am Tisch gelegen ist und sie hat es einfach nur hochgetan und das Metallteil reingetan. Ich habe es hochgetan, weil ich mich schneiden wollte und habe mir jetzt da unten voller Wäsche verschnitten. Es tut so brennen und jedes Mal, wenn ich jetzt bei der Nase ankomme, tut so brennen und ich habe mich jetzt gerade gekratzt und oh, muss mich jetzt echt zusammenreißen, dass ich nicht heulen anfange. Gut, gehen wir weiter mit Kajal. Ich werde die einfach alle einmal swatchen. Das ist ein schwarzer, den ich jetzt zu fest aufgedrückt habe. Das ist ganz ein cremiger Schwarzton. Von China ist der. Den habe ich da auch noch einmal. Die sind extrem cremig, da muss man so aufpassen. Den habe ich heute auch im Auge. Ungefähr da. Aber das, was ihr eher sehen werdet, ist der hellblaue. Der ist auch von China. Den habe ich. Der schaut so aus. Und den habe ich überall fast oben, nur er verschmiert. Er verschmiert. Bei den China-Produkten manchmal so das ein bisschen verschmieren. Dann von Kiko, der verschmiert ganz sicher nicht, den liebe ich und den sage ich jetzt fast die ganze Zeit. Dann habe ich mir jetzt Pinsel hergerichtet, sind eigentlich nur noch Pinsel drinnen. Das Puder, das was ich immer benutze. Dann
von Alnatura, diesen violetten, der was aber leider nur auf den Handrücken geht, auch nur wenn man ganz fest andrückt. Es ist wirklich eine schöne Farbe. Die Sonne wird immer weniger. Es ist wirklich eine schöne Farbe, aber was soll ich machen, wenn er mir keine Farbe abgibt? Ach, das Grau habe ich noch aufgetan, weil die Bad Girl Palette eher so graulich ist, habe ich mir gedacht, hier tun wir noch einen grauen Kajal rein, den kann man immer mehr brauchen, wenn man eine graue Palette hat. So, haben wir jetzt alles. Ja, da ist noch ein Lip Liner, und zwar, welchen habe ich mir da jetzt reingekaut? Da ist er. Hier haben wir den Honeyberry 15 von Essence reingekaut. Das ist jetzt auch meine Schminkpalette. Ach doch, das letzte Produkt habe ich jetzt noch gefunden. Und zwar von Catrice Sankeys LE. Da hat es die ergeben. Und den Orangen. Den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ach, der ist auch so flüssig. Also gleich wie die China-Produkte. Die sind halt auch so flüssig. Ja. Das waren jetzt alle Produkte, die was sie eben. Ach, das brennt so. Die, was ihr jetzt in diesem Monat damit benutzt und testen werdet, und wahrscheinlich werdet ihr dann am Ende des Monats, also noch, also den Mai. Mai ist ja Mai. Dann Ende Mai werdet ihr dann wahrscheinlich eh sehen, was meine Favoriten waren davon. Und ja, das habe ich jetzt dann zum Testen, und vielleicht favorisiere ich da irgendwas, vielleicht auch nicht. Vielleicht finde ich alles scheiße und die tue alles wieder wegräumen. Kann sehr gut sein. So fällst du ihm jetzt nicht auf. Das konzentrieren, aber ich werde mal testen und dann mal schauen. Ich tue das halt gern, immer wieder was Neues, und ich schaue halt ganz komisch aus, und die Lichtverhältnisse sind auch ganz schlecht. Ich wünsche euch jetzt noch was, und schaut mal, was ich für süßes Leibchen habe. Ich wünsche euch jetzt noch was. Bis dahin, für euch.